In einigen Städten am Niederrhein haben heute Vormittag die Sirenen geheult. Die Feuerwehren in Düsseldorf, Krefeld und Dormagen haben einen Probealarm durchgeführt. Allein in Düsseldorf wurden in den vergangenen Jahren 43 neue Warnanlagen installiert, nachdem noch Anfang der 90er Jahre die alten Sirenen für überflüssig erklärt und abgebaut worden waren. Punkt 11 Uhr gehen sie los, die Alarmsirenen über der Stadt. Irritierte Blicke bei einigen Passanten, aber keine Spur von Aufregung. In der Leitstelle der Düsseldorfer Feuerwehr dagegen stehen die Telefone jetzt nicht mehr still. Der Notruf der Feuerwehr Düsseldorf? Nein, das war nur eine Übung. Wir haben alleine 80 Notrufe verzeichnen müssen von der Bevölkerung, die über den Notruf 112 hier reinkamen und wissen wollten, was los war. Und genau das soll natürlich bei einem Probealarm nicht passieren, erst recht nicht im Ernstfall. Obwohl wir die Medien im Vorfeld unterrichtet hatten, riefen trotzdem die Leute hier an über diese Notrufleitungen und blockierten dann den Notruf für ernste Fälle. Deshalb geht es bei diesem Alarm nicht nur darum, die Technik der Sirenen zu kontrollieren. Die Bürger sollen vor allem lernen, richtig zu reagieren. Die älteren Leute wissen das noch von früher aus den Kriegszeiten. Die jüngere Generation, die weiß es nicht. Da muss man wirklich Aufklärungsarbeit leisten. Es ist schwer, es ist noch ein langer Weg, aber ich denke mal, es wird uns irgendwann gelingen. Ein Faltblatt für die Bürger soll dabei helfen. Hier wird nochmal alles genau erklärt. Ein Blick genügt und dann hat man es eigentlich kapiert. Der Dauerton ist die Entwarnung. Nur das Auf und Ab der Sirene heißt Gefahr und das bedeutet... Man muss Ruhe bewahren, Fenster schließen, in ein Gebäude rein und das Radio durchs einschalten. Radio durchgehen lassen. Was? Das durchs Radio durchsagen irgendwie. Lassen. Radio einschalten. Ja, genau. Richtig, sehr gut aufgepasst. Türen und Fenster schließen, Radio einschalten, WDR2 oder Lokalfunk hören. Und auf gar keinen Fall den Notruf von Polizei oder Feuerwehr wählen.